Hallo zusammen. Wie man ein Hai in seinen eigenen vier Wänden füttern kann, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß. Willkommen bei Ocean Rift. Viele kennen diese VR-Experience. Man befindet sich unter Wasser, kann mit vielen Meeresbewohnern schwimmen, interagieren und sie beobachten. Aber habt ihr gewusst, dass es auch einen Mixed Reality-Modus gibt? Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir befinden uns hier bei uns im Studio. Chaos, unaufgeräumt. Aber wir werden das jetzt mal ein bisschen verschönern, indem wir einfach einen Rahmen ziehen. Und schon haben wir das erste Aquarium. Ocean Rift legt passend zu den Farben im Aquarium einen Filter in dem Mixed Reality, also hier in dem Fall so ein bisschen bläulich. Das macht natürlich enorm viel aus und sorgt für Stimmung. So, ein Fenster zeichnen wir noch hier hin. Jupp. So lässt sich's entspannen. Man kann auch oben seine Decke, genau, ein Dachfenster einblenden. Da sieht man dann die Meeresoberfläche. Wunderschön. Auch die Rahmen der Aquarien oder der Fenster kann man verändern. Oval. Hat auch was. Das sieht auch nicht schlecht aus. Und mir persönlich gefällt der Standard. Aber herrlich die Aussicht. Ein Hai. Also ich kann mir schon vorstellen, mit schöner Musik auf dem Kopfhörer kann man sich herrlich entspannen. Natürlich kann man auch die Szenarien wechseln, andere Tierarten. Wir fangen natürlich mit dem Hai an. Kann auch interagieren, füttern. Und das machen wir jetzt mal. Ich fütter einen Hai in meinen eigenen vier Wänden. Da ist er. Kein Appetit. Na, nur ein. Da kommt ein anderer und der. Wow, das ist cool. Wahnsinn. So, dann schauen wir uns jetzt noch mal die Untiefen an. Nur die Farbe ändert sich halt auch im Raum. Dementsprechend wie das Aquarium oder die Unterwasserwelt beleuchtet ist. Einfach nur schön. Dann schauen wir uns nochmal den Sumpf an. Ich will jetzt nicht alle durchgehen. Seeschlangen, oder was ist das? Kann man auch mit denen interagieren? Hm.
Haben keine Lust. Was haben wir noch? Ja, genau. Ein paar Millionen Jahre zurück. Das sieht schon Wahnsinn aus. Hier flimmert nichts, gar nichts. Frisst nur Akku. Von der Quest 3. Ah, hier ist auch noch ein Schandfleck. Na. Weg damit. Er muss vorher natürlich seinen Raum scannen. Roomscale. Modus. Und dann passt das. Da oben schon sauber an der Decke. Raumbeleuchtung kann man auch manuell steuern. Ah, das sieht aber unecht aus. Ist schon gut, wenn das automatisch geht. Los, gucken wir. Beluga, genau. Beluga gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Und dann sollte es das erstmal gewesen sein mit dem Video. Oh, da kann man auch interagieren. Ein Ring. Und wetten, der schwimmt da durch. Oh, er guckt mich an. Ja, streicheln geht nicht. Ich glaube, das geht nur in VR-Modus. Zack. Hui. Nochmal. So, liebe Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Däumchen da und ein Abo. Und schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das auch mal getestet habt, die Experience Mixed Reality. Wie ihr das empfunden habt. Bis denne.